Ich habe über 100 Tage auf einem Art Roleplay-Server überlebt und habe mich nicht nur in die Mafia eingeschleust, sondern sie auch von innen vernichtet. Das ist der rote Knopf und let's go. Dies ist eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten, in der die Welt der Menschen und der Bestien noch nicht voneinander getrennt war. Mein Name ist Mikamaru und durch meine Augen seht ihr, was sich damals abspielte. Man sagt, Gott hätte die Welt an 7 Tage erschaffen und am 7. Tag hätte er geruht. Keine Ahnung, was für ein verdammter Tag es war oder wo auch immer ich aufwachte. Aber Zeit, mich auszuruhen, gab es definitiv nicht. Was zum Teufel? Ist das ein Dino? Warum bin ich nackt? Oh, ich hab was in meiner Tasche. Eine Karte. Ich bin auf einer Insel. Ich bin auf einer gottverdammten Insel. Keine Menschenseele. Oh, hier ist einfach ein Weg. Tatsächlich traf ich am Ende des Weges auf den ersten Menschen. Und schon bald sollte er mein bester Freund hier auf der Insel werden. Was zum guten Tag? Hallo, ist hier wer? Wo sind Sie? Hallo. Wer sind Sie denn? Mickey, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Ahnung, was hier gerade los ist. Ich auch nicht. Ich bin vorhin am Strand aufgewacht und dann war ich hier. Ich habe eben auch schon andere getroffen, denen dasselbe passiert ist. Die laufen hier überall rum, da hinten. Aber ich habe schon gesehen, ich bin aufgewacht und ich hatte nur eine Boxershorts an und in meiner Boxershorts hatte ich eine Map. Befinden wir uns also auf einer Insel. Wie war nochmal Ihr Name? Demon. Auch traf ich andere interessante Leute, so wie die Inselpolizei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Leute hier vertrauen kann, aber ich werde einfach mitspielen, bei was auch immer hier passiert. Ich überlebte die erste Nacht, indem ich aus einem kleinen See trank, mir lumpige Kleidung aus Pflanzenfasern herstellte und mir ein Lagerfeuer zum Wärmen und Braten von Fleisch machte. Da hinten ist auch ein Licht. Fährt ihr denn nirgendwo irgendwer mit dem Boot vorbei? Mir gefällt das alles hier nicht. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Mein Fleisch ist fertig gebraten. Ich will mir jetzt anschauen, was da oben los ist. Da sind auch irgendwelche Flammen. Oh mein Gott, irgendwas ist hier im Dunkeln. Macht euch vom Acker. Das schaue ich mir mal an, ohne Aufsehen zu erregen, oder? Oh. Hallo? Hey, hast du die Schilder nicht gesehen? Doch, ich hab mich nur gefragt, was hier los ist genau. Die Familie Schäbig ist hier los. Uns gehört der Acker hier. Betret niemals unangekündigt das Grundstück von Familie Schäbig. Tut mir leid, ich wollte keine Probleme erregen. So, aber jetzt mach dich vom Acker. Sonst ist hier nichts zu spaßen. Bin schon weg. Was auch immer auf dieser Insel abgeht, irgendwas läuft hier definitiv falsch. Eine Polizei, eine Familie, mit der man sich nicht anlegen sollte? Was ist das, eine Mafia? Tatsächlich war das nicht die Mafia. Mit der Mafia sollte ich in der Zukunft noch Bekanntschaft machen. Aber erst an einem späteren Zeitpunkt. Doch jetzt machte ich Bekanntschaft mit einem Trodon. Wer redet hier? Ey, Henry, hörst du auf die Stimme hier? Polizei Kami. Ist die Polizei bei denen? Oh mein Gott, währenddessen schlafe ich hier mein Rausch aus. Ohne endlichen Ausweis. Sag mir gar nichts aus. Hilfe! Henry, hier rum. Hilfe, Hilfe, wo? Hilfe, Marsch. Entreden! Henry, renn um dein Leben! Ich entkam knapp den Tod, doch um mir einen Ruf auf der Insel zu machen, tötete ich einen Diplodocus mit meinen eigenen Händen. Ich wusste ja, dass die Teile ein kleines Gehirn haben, aber ey, es gibt keine Zeit, Mitleid zu zeigen. Ich muss mich als fähiger Mann zeigen. Ich habe haufenweise Fleisch. Ich bring's ins Dorf und hoffe, dass ich als fähiger Mann akzeptiert werde. Hallo, Sir. Ich habe Ihnen etwas Kleines mitgebracht, als Symbol und als Zeichen, dass ich ein fähiger Mann bin. Sehr gut. Guter Bürger. Ich nahm mir ein Beispiel an Herrn Simon Bimon und brach auf, um mir Kreaturen zu zähmen. Und auf dem Weg belauschte ich die Polizei und hörte einige interessante Dinge. Da haben ja in der SEK auch schwere Geschütze und alles Mögliche. Wenn das SEK verraten wird und dann unsere Geheimeinheit bekannt ist, das ist nicht gut. Ich habe die Werbungsunterlagen leider nicht gelesen, da ich auf das Archiv keinen Zugriff habe. Warum möchten Sie ein Polizist werden? Die Polizei bildet weitere Leute aus und die haben eine geheime Einheit. Ich fühle mich hier wirklich gar nicht sicher. Ich werde einfach dafür sorgen, dass die Leute mir vertrauen. Ich passe mich an, das kriege ich hin. Ich mache mein eigenes Ding. Genauso wie ich den Leuten hier misstraue, vielleicht misstrauen sie mir. Ich bereitete einige Dinge vor und fand meinen ersten Begleiter auf dieser seltsamen Insel. Okay, Kumpel, frisst du das? Tatsächlich. Dir hat's wohl gefallen, Kleiner, wa? Dieser Simon Bimon hatte recht. Ich weiß nicht warum, aber so ein Gefühl habe ich, dass ich diesen Dinos mehr vertrauen kann als den Menschen auf dieser Insel. Es war einige Zeit ruhig, was ich ausnutzte, um mir ein Zuhause am Strand einzurichten. Doch jemand hatte es wohl auf mich abgesehen.
Ich werde angegriffen? Das gibt's doch nicht. Wer ist da? Da fliegt einer mit einem Greif. Herr Polizist! Ich wollte nur Bescheid geben, dass sich hier irgendwer rumtreibt und mit Pfeilen auf einen schießt. Bis jetzt noch nicht getroffen, aber ein bisschen Angst jagt er schon ein. Leider fehlten mir Beweise und die Polizei konnte nichts tun. Und sobald der Morgen antraf, lernte ich Sydney kennen. Hallo? Haben Sie vorhin zufällig auf mich geschossen? Nein, ich bin erst seit 5 Minuten hier oben im Norden. Ich bin mit meinem Boot hier hochgefahren. Sydney, ich würde an Ihrer Stelle vielleicht aufpassen. Irgendwer treibt sich hier rum und schießt mit seinen Bogen. Ich bin nicht unbewaffnet, aber ich werde die Warnung ernst nehmen. Vielen Dank. Ich lief also den Strand entlang und farmte wertvolle Ressourcen. Vielleicht finde ich an der Küste entlang noch irgendwas Interessantes. Da ist wieder so ein komisches Floß. Hey Sydney, sind Sie das? Ja. Ach so, hallo Herr Mickey. Eine Person namens Simon hat nach Ihnen gesucht, den Strand weiter unten. Netter Kerl, netter Kerl. Mickey, sind Sie's? Ich bin gerade auf der Suche nach ein bisschen Leder. Ein bisschen Leder habe ich auf jeden Fall. Das wäre ein Traum, ich würde sogar tauschen. Gucken Sie mal da, sehen Sie im Wasser den Vogel? Den würde ich tauschen gegen ein bisschen Leder, wenn Sie haben. Ich habe auch noch ein bisschen Chitin und Polymer gerade gesammelt, falls du das auch noch brauchst. Das ist natürlich nicht die Welt, aber vielleicht können sie damit ja was anfangen. Netter Kerl, dieser Simon. Schauen Sie mal. Schwimmen und fliegen kann der Vogel. Super. Oh, da kommt wer mit einem Fallschirm. Kann man ihnen helfen hier oben? Hallo. Ich weiß noch nicht, ob ich den Leuten hier ganz trauen kann. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch eben gehört, dass hier jemand rumläuft und wohl auf Leute schießt. Das war bei mir auch vor der Fall. Auf Sie wurde geschossen. Ja. Da habe ich direkt eine Frage an Sie, wo Sie hier sind und hier hausen. Kann ich eventuell mein restliches Hab und Gut bei Ihnen unterbringen, solange ich fort bin? Um mich in meinen eigenen 4 Wänden wohlzufühlen, kümmerte ich mich etwas um die Einrichtung sowie Sicherheit. Nur zur Warnung, ein Raptor ist auf der anderen Seite des Flusses. Hola, amigo. Mein Name ist Daniel. Ich habe mir als Aufgabe gemacht, an jeden einen Vogel zu verschenken. Wenn Sie eine wollen, kann ich Ihnen eine geben. Ich habe schon 3 verschenkt. Okay, also ich würde auch einen annehmen. Viel Spaß mit dem Vogel. Noch einen schönen Tag. Danke dafür, falls Sie irgendwas brauchen sollten. Sie können jederzeit zu mir kommen. Nennen ihn Birdie. Oh mein Gott. Das war knapp. Diese Welt ist grauenvoll. Ich glaube, den hat's erwischt. Der Raptor tötete den Pelagornis, den man Simon gab. Also zog ich die Mauer bis ins Wasser. Und dieser Daniel? Sagen wir mal, ihr solltet ihn euch für den Verlauf der Geschichte erstmal merken. Und als ich mit Simon die Umgebung erkunden wollte, passierte etwas Merkwürdiges. Was ist hier passiert? Oh, was ist das denn hier gewesen? Ein Schiffsbruch. Direkt neben meiner Bude? Ja, wo ist denn der Passagier? Also scheint nicht so, als wäre hier jemand. Oh, da wird geschossen, da wird geschossen. Ich habe einen Pfeil gehört. Zeige dich, du Narr. Wir wissen, dass du hier bist. Vielleicht war das der Typ, der hier das Schiff gesenkt hat. Kann das sein? Meinst du, derselbe, der auf uns geschossen hat, hat das Floß zerstört? Komischerweise war das beides gleichzeitig. Da kam schon wieder was. Ich flieg durch den Wald. Oh, ich glaube, ich habe ihn gesehen, bin mir aber nicht sicher. Zeig dich. Infort. Oh mein Gott, wo bist du? Hier bei mir, ich hab ihn! Nein, er hat sich befreit! Gute Angabe! Zeig dich, wenn du dich traust! Hier, ich hab ihn, Mickey, bei mir! Das Pelagon ist ihn! Ich hab ihn! Hat er sich versteckt? Geben Sie es zu, Sie haben das Boot versenkt! Vielleicht! Bringen Sie er zur Polizei! Das war's mit Ihnen. Das ist Kidnapping. Das ist kein Kidnapping, das ist höchste Gerechtigkeit. Sydney, bist du's? Ich hab dir vertraut, Sydney. Das hätte ich nicht erwartet. Wir nehmen den werten Herr jetzt fest. Sobald er aufwacht, werden wir ihn darüber befragen. Sydney, dem wir eigentlich vertraut haben, wurde angeklagt und verurteilt. Das hier ist ein Missverständnis. Ich war nur zufällig im Wald. Herr Sydney ist angeklagt, des versuchten Mordes auf Herrn Bimon und Herr Mickey. Die Pfeile waren ja doch zum Zähmen. Nein, negativ. Die Waffe ist mit normalen Steinpfeilen geladen. Ja, gut. Würden wir jetzt von wahrscheinlich 60 Haftseinheiten reden, wenn damit alle Beteiligten halbwegs einverstanden sind? Ich hätte eine Frage. Du hast mir ja gesagt, ich hätte einen Gefallen bei dir, oder? Meine Nachbarn sind rüber zu mir gekommen und haben mich probiert zu töten. Hast du schon Anzeige erstattet? Ja, aber die Polizei macht dagegen nichts, weil ich keine Beweise habe. Und darum kläre ich das jetzt auf meine Art. Sydney, warum bist du wieder frei, Sydney? Deine Einheiten sind noch nicht vorbei. Ich wurde frühzeitig vom Chef persönlich entlassen. Und jetzt lauerst du mir das hier auf. Sie mal. Nein, ich wollte Ihnen eine Botschaft übergeben. Was hat er vor? Auf Wiedersehen. Sydney. Das gibt's doch nicht. Dieser Typ ist gefährlich. Und da kam er. Daniel, der dabei war, mich in etwas zu verwickeln, ohne dass ich es bemerkte. Du hattest mir ja gefragt wegen der Waffen. Ich habe jetzt hier
erstmal zwei für dich. Ich probiere mir im Moment einen Ruf aufzubauen als Waffenhändler. Egal ob illegale oder legale Waffen. Interessanter Kerl, dieser Daniel. Er bringt mir so einfach zwei Waffen. Doch bevor ich illegale Waffen benutzte, stellte ich mir lieber selber welche her. Legal. Ich flog also los, um mich in der Nachbarschaft umzusehen und traf auf eine erschreckende Überraschung. Mexiko-Mafia. Eine Mafia gibt's ja also auch. Ich sollte wahrscheinlich nicht auf deren Grundstück sein, aber ich möchte einfach sehen. Aber die haben hier ziemlich eine Produktion am Laufen. Ich glaube, da hinten ist auch wer und läuft mit einem Steger rum. Ich sehe nur eine einzelne Person. Das ist doch Daniel, oder? Das ist Daniel. Daniel gehört zur Mafia. Kein Wunder, dass er mir da irgendwie Waffen rübergebracht hat. Er guckt gerade nicht. Ich muss einfach schnell weg. Bitte seh mich nicht. Und schnell weg hier. Das muss ich unbedingt Simon erzählen. Daniel, der mich schon längst illegale Waffen geschenkt hatte und ich meine Dienste angeboten hatte, gehörte zur Mafia. Ohne es zu wissen, war ich schon in etwas verwickelt. Hallo? Simon! Es kann sein, dass ich mich dann etwas reingeritten habe. Ich helfe dir da raus, aber was willst du denn machen? Wie wir mit der Mafia umgehen sollten, wussten wir noch nicht. Aber bis dahin entwickelten sich Tribes und Königreiche auf der Insel. Hallo, der Herr. Mein Name ist König Sylas von Leone und das ist mein Untergebener Siegfried, auch mein Cousin. Wird Zeit, sich hinzulegen. Kennt ihr diese Träume, die sich viel zu echt anfühlen? So war mein Traum in dieser Nacht. Ich scheiß auf die Mafia. Wow, das war ein sehr komischer Traum. Gut, Rappy, dann gib mir mal ein bisschen Gas hier, oder? Du brauchst auch ein bisschen Freilauf. Doch bei diesem Spaziergang sollte ich wohl erfahren, dass ich eventuell vielleicht nicht ganz so geträumt hatte. Rappy, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier spazieren zu gehen. Hallo, es gab Beschwerden. Sind Sie hier von hier drüben? Hola, hallo, Miki. Daniel, bist du's? Ja, ich wohne hier vorne in diesem Haus. Willst du kurz mit reinkommen? Verdammt, was sag ich jetzt? Ja, warum nicht? Dann kann ich wenigstens vielleicht ein bisschen mehr sehen als das, was ich bis jetzt gesehen habe, mir einen besseren Eindruck verschaffen. Wenn du willst, kann ich dir alles einmal kurz zeigen. Hier habe ich meine ganzen Tiere drin, die von meinen Nachbarn ab und zu geklaut werden. Die klauen deine Tiere? Ja, die klein mit den Vögeln. Und deswegen ist die Polizei auch da drüben. Was haben die denn alles geklaut? Meine Sabertooth. Ja, meine Freunde, ihr hört richtig. Ich war derjenige, der seine Tames geklaut hatte. Und abgesehen von meinen Taten, wurde ich Zeuge illegaler Mafia-Geschäfte. Herr Mexikaner, sind Sie zurzeit sprechbar? Ich wollte mich wegen einer bestimmten Stellung erkundigen. Meinen Sie eine Flinte? Eventuell mit erhöhten Werten. Dann noch einen schönen Tag. Ich war gerade Zeuge von einem illegalen Handel. Ich habe hier eine Art Arbeiterbereich. Ach du Scheiße. Und sogar zwei von... Hast du diese gesehen, diese zwei sogar? Er hat C4. Oh mein Gott. Wo bin ich hier reingekommen? Das ist illegal, aber als Waffenhändler muss man ja alles haben. Die C4, die verstecke ich vor Polizei. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich es melden soll. Wenn ich es melde, lege ich mich mit der Mafia an. Wahrscheinlich bin ich die einzige Person, die weiß, dass dieses C4 überhaupt existiert und in deren Händen ist. Ich frage Simon. Die einzige Person, die ich auf der Insel vertraute, war Simon. Also bat ich ihn um Rat. Das bleibt unter uns, okay? Ich vertraue niemanden außer dir. Ich habe vielleicht zugehört, wie illegaler Waffenhandel getrieben wurde und ich habe gesehen, wie es C4 gibt. Wenn du der Einzige bist, der davon weiß, geh nicht zur Polizei, da bist du ein toter Mann. Am nächsten Morgen beschlossen wir, die Mafia zu beobachten. Doch es lief nicht gerade gut. Ich kann niemanden sehen. Wollen wir landen? Oh, da läuft ein Para am Wasser. Das ist aber ein Wilder. In welchem Gebäude warst du? In dem hier vorne. Oben die Tür ist offen. Vicky, die Tür ist offen. Wollen wir versuchen, über das Obergeschoss reinzudringen? Dafür brauchen wir unsere Vögel. Guck dir das an. Ja, da war ich drin. Hier wird produziert. Ich glaube, der schläft da. Aber jetzt viel dabei hat? Vicky, nein! Sei nicht so laut, warte mal. Ist er illegal? Er hat kein C4 bei sich. Hat er eine Grappling Hook dabei? Bei mir zu Hause sind welche, da kannst du... Oh, ich dachte, wir machen. Simon befreite mich ein paar Minuten später auf den Kosten eines Gefallen für Familie Schäbig. Ich ging darauf später zum Friseur und baute meine Base etwas aus.
Doch im Dunkeln wurde ich beobachtet. Wer ist das denn hier? Hallo? Du kannst mich Mr. Bones nennen. Warum machen sie denn hier so spät abends noch draußen? Ich sorge für ein bisschen Sicherheit bei mir zu Hause. Warum beobachtet er mich denn noch? Er beobachtet mich weiterhin. Den traue ich kein bisschen über den Weg. Dennoch baute ich mein Zuhause etwas aus. Und so langsam wurde es hier echt gemütlich. Ein paar Tage später bereitete ich ein paar Donuts vor, als mich drei seltsame Gestalten besuchten und mir von einer Art Sekte berichteten. Gewisse Versammlung von allen möglichen Tribes und die politische Lage auf der und die Probleme mit der Kirche zu besprechen. Wo genau befindet sich denn diese Einhornkirche? Im Norden. Ich beschloss, dieser Kirche einen kleinen Besuch abzustatten und begegnete einem Anhänger der sogenannten Einhornreligion. Wir haben für Mitglieder geworben. Die Art, wie wir geworben haben, hat zum Beispiel manchen nicht gefallen. Sie haben Freiheitsallianz genannt und der anführende Clan von denen heißt KK-Clan. Der Kuckucks-Clan? Das kommt mir ziemlich rassistisch vor, um ehrlich zu sein. Nach einem längeren Gespräch und einer Tasse Tee verließ ich den Orden des Einhorn mit einigen skeptischen Fragen. Ich dekorierte noch ein wenig mein Schlafzimmer und flog los zu der Fleischfresserinsel, wo sich eine riesige Versammlung befand, die sich mit den Orden des Einhorn auseinandersetzte. Was da mit uns oder mit euch bei uns vorgefallen ist, was wollen sie oder haben sie dazu was zu sagen? Also bezüglich dieser Blutopfer, dass unser Gott das Einhorn richten wird über die Menschen, die nicht Bluttribut anbieten. Die Versammlung schien etwas aus dem Ruder zu laufen. Wenn wir eurem Orden nicht beitreten, dass wir Probleme bekommen werden. Zusammenreichen oder euer heiliges Pferd kommt bei mir auf dem Schlachttisch. Und gerade als ich gehen wollte. Bitte fordern Sie Ihr Mitglied auf, hier reinzukommen und sämtliche Waffen abzulegen. Mich wird jetzt, glaube ich, Zeit zu gehen. Für mich hieß es, schnell weg von hier. Für die nächsten Tagen also baute ich mein Grundstück weiter. Doch das war nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn nun verschlimmerte sich die Lage extrem und die Mafia war mir auf der Spur. Miki, bist du zu Hause? Kann es sein, dass du letztens bei mir zu Hause warst, wo ich geschlafen habe? Ich hab dich ja mal besuchen wollen, aber du warst halt nicht da. Also nur unter Freunde wolltest du mich besuchen, ob ich da bin. Ich hätte vielleicht eine kleine Bitte an dich. Dadurch, dass ich weiß, was du alles hast und ich bei mir nicht gerade die Möglichkeiten habe, das alles herzustellen, würde ich gleich eventuell nochmal bei dir vorbeischauen. Dann sehen wir uns später. Oh mein Gott, Alter. Perfekt, ich kann die Mafia zerschlagen, ich habe einen Plan. Doch da, wo ich Probleme mit der Mafia hatte, hatte Simon Probleme mit Familie Schäbig, denen er noch einen Gefallen schuldete. Sie sind gekommen, haben mich erpresst und sind bei Fiomia gegangen. Du hast ihn doch nur einfach einen Enterhaken und ein paar Grapples gefragt, oder nicht? Ja, die kamen dann an und haben gesagt, die haben ihm was ausgeliehen und die haben uns das zu spät zurückgegeben. Jetzt wollen wir Fiomia haben. Ich habe eine Idee. Daniel war vorhin hier gewesen und er weiß, dass ich bei ihm war. Woher weiß er das? Ich weiß es nicht. Er meinte, er hat schlecht geschlafen. Das kann doch für Familie Schäbig sein. Er meinte, er kann schlecht schlafen und deswegen hat er gemerkt, dass ich da war. Ich habe gesagt, ich komme später noch vorbei. Wenn wir die beiden Familien irgendwie ein bisschen gegeneinander ausspielen, wir könnten dafür sorgen, dass Familie Schäbig die Mafia verpfeift und die Mafia gleichzeitig Familie Schäbig angreift. Es gibt noch ein zweites Problem, Mickey. Familie Schäbig war nicht die einzigen, die heute Morgen bei mir vor der Tür standen. Stand ein anderer Wanderer vor meiner Tür. Erst hat er gefragt, ob ich zufällig Kibbel verkaufe. Doch dann wendete sich das Blatt. Ich habe 2 Stunden, um ihm reguläres Kibbel zu besorgen. Er hatte einen Kittel an und sah aus wie ein böser Professor. Okay, pass auf. Ich lass mir was einfallen. Oh, sie haben ja ein richtiges Geheimversteck. Familie Schäbig baut circa hier. Und genau da gegenüber, wo du diesen kleines Loch sehen kannst, da ist der Teich, wo die Mafia baut. Wie willst du das denn angehen? Pass auf, ich sorge dafür, dass Familie Schäbig mir zuhört, weil mit dir haben die ja gerade die Probleme da. Und geh dann Zephyr aushandeln, bei der Mafia. Familie Schäbig hört zu, sagt aber nichts, sie sollen einfach nur als Zeuge da sein. Die haben dann nämlich was gegen die Mafia in der Hand. Das Zephyr, was ich dann habe, tue ich dann natürlich so, als würde ich den Polizisten alles zurückgeben, behalte aber etwas für mich. Das werde ich dann zum Einsatz bringen gegen deinen komischen Professor. Da musst du ihn irgendwie vielleicht irgendwo hinlocken. Aber Mickey, sind wir damit nicht genauso schlimm wie die Verbrecher? Das ist eine rhetorische Frage. Machen wir uns an die Arbeit. Solltest du es nicht schaffen, Mickey, sage ich schon mal adieu. Der Plan stand, doch natürlich verlief nichts nach Plan. Die Mafia war nicht in ihrem Hauptquartier und als ich gerade weg wollte, traf ich dort auf 4 bewaffnete Männer. Daniel, wer sind die Herren? Was ist hier los? Wir schauen mal ein bisschen rum, ne? Was zum Teufel? Hallo? Ist hier wer?
Es gibt Probleme. Daniel war nicht da, aber in dem Moment, wo ich weggehen wollte, kommen 4 Mann, bewaffnet von Kopf bis Fuß. Ich weiß nicht, wer diese Leute waren, aber sie haben sich dort reingeschlichen, haben geflüstert. Bei der Mafia? Ja. Die werden belauscht. Niemand da. Ach, Sie sind's. Was machen Sie denn hier? Vergessen Sie alles, was Sie gehört haben, falls Sie was gehört haben sollten. Einen schönen Abend noch. Kaum ging die Sonne auf, verschlimmerte sich die Situation noch mehr. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Du kennst ja die Polizia. Die war bei mir zu Hause und hatte zu mir gesagt, wir haben eine Nachricht bekommen von einer Person, dass sie illegale Sprengstoffe haben. Du bist der Einzige, der davon weiß. Das kann nicht gewesen sein. Ich habe niemandem davon erzählt. Und ich wollte dich nämlich selber noch gleich um C4 bitten, aber du warst vorhin nicht da. Da waren aber 4 andere Gestalten bei dir. Das waren die Polizisten. Warum sollte ich es erzählen, wenn ich eigentlich auch noch deine Dienste benötigte? Du bist die einzige Person, an die ich selber an C4 rankommen kann. Sagen wir mal, ich hätte das C4. Was hätte ich bekommen? Je nachdem, was du gebrauchen würdest. Kennst du vielleicht den Herrn Simon Braun? Ich würde sagen, wir haben einen kleinen Deal gehabt. Oder habe noch einen Deal. Wer hätte mich dann verraten, außer du? Weil niemand weiß davon. Ich habe ihn nur erpresst, dass alle seine Tiere tot sind, sobald er mir kein Kibbel gibt. Also, wenn wir theoretisch gesehen Kibbel hertreiben können oder herstellen können in der Zeit, würdest du das Kibbel dann für das C4 nehmen? Für was brauchst du denn C4? Ich habe einen Kunden. Nun, dann will ich, bevor ich das C4 gebe, einmal deine Kunde treffen. Das kann ich leider nicht machen. Der Kunde möchte auf jeden Fall anonym bleiben. Dann haben wir leider keine Deal. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit dem Kibbel und wie das dann mit der Polizei ist. Falls ich herausstellte, dass du das gesagt hast, komme ich mit einem kleinen Geschenk vorbei. Verdammt, Simon, was ist hier los? Ich wusste nicht, ob Simon derjenige war, der der Polizei anonym einen Tipp gegeben hatte. Aber der Verdacht fiel auf mich. Simon, verdammt, was hast du angestellt, Simon? Ich habe nichts getan. Der Typ, der mit dem Kibbel hier war und dir gedroht hat wegen dem Kibbel, das ist die Mafia. Der war nämlich gerade bei mir und hat gesagt, dass ich ihn verpfiffen habe an die Polizei und dass ich der Einzige wäre, der von den C4 wüsste. Du warst die einzige Person, der ich das erzählt habe. Ich habe nichts gesagt, Mickey. Ich habe nichts gesagt. Ich habe niemandem was gesagt außer dir und jetzt hat er mir gedroht und sagt, wenn er weiß, dass ich das war, kommt er mit einer Überraschung vorbei. Und das C4 will er mir nicht geben. Ich habe nämlich fast einen Deal ausgehandelt, wo wir ihm Kibbel geben und er gibt uns dafür C4. Ich muss dir was sagen, Mickey. Komm mal mit. Ich bin gerade dabei, mein eigenes C4 herzustellen. Als erstes werde ich den Bedroher von der Mafia, sobald er hier aufkreuzt, hochjagen. Ich habe einen Kamerade, bei dem ich meine Kreaturen unterbringen kann. Dort werden sie niemals finden. Kenn keinen anderen Weg, außer Rache und Zerstörung. Simon, jetzt hör mir doch mal zu, verdammt. Du kannst die Mafia und deren C4-Produktion auf einen Schlag stoppen mit den C4. Möchtest du einen Anschlagplan auf die Mafia? Ja, und ich werde selber drin sein und das Risiko eingehen, dass ich selber draufgehe. Wenn einer hier ist, ist vielleicht keiner in der Base und passt auf deren Sachen auf. Vielleicht ist das genau das Zeitfenster, das wir brauchen, damit du einen Anschlag vorbereiten kannst. 2 Fliegen mit einer Klatsche. Du schlägst den Mafia-Boss hier und ich schlage deren Produktion. Der mysteriöse Professor, der Simon bedrohte, war die Mafia. Wir hatten keine andere Wahl, dies alles zu beenden. Also besorgte ich noch alles, was wir brauchten. Erzählte Familie Schäbig von der Existenz des C4s und kehrte zurück zu mir, wo der Mafia-Boss schon auf mich wartete. Warum bist du hier? Ich wollte fragen, wo deine Freund Schaxe ist. Ich meine, wir kennen uns doch jetzt schon so lange und du hast doch nichts zu verheimlichen. Ich würde einmal gerne in deine Werkbank reingucken. Ich ließ ihn zwar in meine Werkbank schauen, doch nur, um ihn in mein Haus einzusperren. Du bleibst da drin, Daniel. Warum gehst du mir hinterher? Ich habe nichts getan. Du weißt ja schon, das ist gegen das Gesetz. Das ist Freiheitsberaubung. Ich wollte die Polizei um Hilfe bitten, aber da keiner da war, war ich gezwungen, ihn freizulassen. Was wahrscheinlich der größte Fehler meines Lebens Daniel, war. Wenn ich dir die Tür aufmache, was wirst du tun? Ich werde erstmal nach Hause fliegen, was zu essen machen und danach werde ich wahrscheinlich schlafen gehen oder zu meinen Freunden fahren. Ich möchte nur sicher gehen, dass du mir nichts geklaut hast. Okay, du darfst gehen. Und aber warum bitte, tust du das jetzt, Mickey? Weil ich dir nicht vertraue, Daniel. Ich weiß, dass du mich an die Polizei verraten hast. Ich habe dich nicht an die Polizei verraten, aber ich weiß, wer es war.
Beziehungsweise versuch's doch mal einfach mit der Familie Schäbig. Sie können dir vielleicht sagen, wer es war. Gut, falls ich da nichts rausbekommen werde, wirst du sterben. Das war's mit dir, Daniel. Ich hab dich nicht verpfiffen, aber ich werde dafür sorgen, dass du das Ende kriegst, was du verdienst. Mit einem Gepäck für die C4-Produktion flog ich zurück zu Simon, wo sich diese Geschichte zu Ende austragen sollte. Simon, unsere Zeit läuft ab. Pass auf, in den Büschen sind Fallen. Daniel war bei mir zu Hause, Mann. Die Mafia war bei mir zu Hause und hat gesagt, dass sie mich umbringen wird. Weißt du, ob sie zu mir kommen werden? Er hat die ganze Zeit nach dir gefragt und hat mich ausspioniert. Oh, Mickey, ich habe aber einen kleinen Plan. Ich habe das hier. Ist das eine Gasgranate? Richtig erfasst, Mickey. Und das hier. Wie viel C4 hast du? Leider nur eins. Für mehr hat's bisher nicht gereicht. Das letzte C4 könnte bald fertiggestellt sein. Möchten wir aber noch einen weiteren Detonator. Nochmal 50 Elektronik. Den Rest habe ich hier. Was habe ich denn da gefühlt, ne? Baue ich hier etwa C4? Wie kommen Sie denn darauf? Hört zu, Lotzno, ich gebe Ihnen einen Tipp. Dir geht es gleich sehr zur Sache. Ist ja besser für Sie, wenn Sie alles vergessen, was Sie hier gesehen haben. Laufen Sie weg! Dort kommt jemand! Laufen Sie weg, schnell! Mickey! Rein! Hola, Schatz. Du musst raus. Hau ab, Mickey, bitte dich. Könnten Sie vielleicht hier kurz umgehen? Das war's gewesen. Kein Verstecken mehr. Jemand würde hier sterben. Fragt sich nur wer. Daniel, was wollen Sie? Warum versuchen Sie mich zu töten? Ich kann den Simon jetzt nicht hier alleine lassen. Wie sind Sie das? Nein, Daniel ist hier! Er hat mich! Nein, Mickey! Simon, ich brauche deine Hilfe! Ich kann nicht helfen! Lauf weg, Mickey, lauf weg! Lauf weg! Du musst weglaufen! Rette dich doch! Hab ihn, Mickey, hab ihn! Es ist in der Falle, Mickey! Es ist in der Falle! Halt Abstand! Wir haben ihn gleich! Halt durch, Mickey! Er ist noch hier! Halt durch! Haben wir ihn? Hauen Sie ab! Na los, hauen Sie ab! Hauen Sie ab und vergessen Sie alles, was Sie hier gesehen haben! Sofort! Sofort! Sie haben keine Zeit zu verlieren! Und ich bin in meine eigene Falle gelaufen. Helfen Sie mir doch! Es war ein Missverständnis. Was tun Sie da? Simon, Lord Snow, wo sind Sie? Ich war Zeuge Ihres Mordes. Guten Tag. Ich weiß nicht, wo ich bin. Was ist passiert? Oh nein. Da ist wer. Ich hab's alles gesehen. Es tut mir leid, aber ich muss ihn der Polizei übergeben. Herr Beamon, es tut mir leid. Ich werde Ihnen später alles erklären, aber nun muss ich mich um etwas kümmern. Er ist weg. Ich musste ihn fallen lassen. Den Sturz kann er nicht überlebt haben. Ich wollte zur Polizei und alles berichten, was passiert ist. Doch wenn man sich mit der Mafia anlegt, kommt man meistens nicht mit seinem Leben davon. Wer ist hier? So lange habe ich auf dieser Insel gelebt, bevor ich den Tod fand. Doch gibt es vielleicht ein Leben nach dem Tod, wie Herr Beamon? Und wenn ja, dann ist es vielleicht doch nicht zu Ende. Was passiert mit der Mafia? Und was ist mit Sydney, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist? Was ist mit Simon, der sein Gedächtnis verloren hatte? Es liegen noch so viele offene Fragen auf dem Tisch. In der Beschreibung ist ein geheimes Video zu einem geheimen Server. Abonnieren! The neighbors complain about the noises above.